Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück bei Bergmanns Woche. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin im schönen Nordrhein-Westfalen. So startet diese Folge heute mal. Ich habe also in diesem Video wieder ganz viel Filmmaterial einbauen können. Drohnenflüge und ja auch sonst ganz viel Content auf jeden Fall. Was mir in den Wochen, in denen ich zu Hause bin, also an den Wochenenden, an denen ich zu Hause bin, also ihr wisst schon, also jede zweite Woche gelingt mir das nicht so gut, weil ich da viel weniger Zeit habe. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute wieder ein bisschen mehr zu bieten haben. Oder ich ein bisschen mehr zu bieten habe. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. So, meine Lieben, wir haben ein paar richtig schöne Sachen erlebt an dem Wochenende. Und ich möchte jetzt auch gleich an dieser Stelle anfangen. Wir waren nämlich in einer Gärtnerei. Wir waren ganz genau genommen in zwei Gärtnereien. Und in der ersten bin ich nicht fündig geworden. Da war ich mir sehr, sehr unsicher. Und weil ich suche ja immer noch was für meinen Balkon, da möchte ich gerne sowas Baummäßiges. Und in der Zeit, als wir dort waren, hatte ich meine Mutter gebeten, mal zu mir in die Wohnung zu gehen und die Blumen zu gießen. Und da sagte sie, du, dein riesengroßer Drachenbaum, der auf dem Balkon steht, der ist umgefallen. Zweimal. Den hat sie dann festgebunden und als ich wieder nach Hause kam, habe ich gemerkt, dass der verbrannt ist. Verbrannte Blätter. Schlecht also, wenn man den in die Sonne stellt. Das musste ich dann also auch ändern. Und wie gesagt, in der Gärtnerei haben wir dann richtig, richtig schöne Sachen gesehen. Also diese eine Gärtnerei war wirklich fantastisch. Ich fühlte mich wie bei Professor Sprout von Harry Potter im Gewächshaus. So sah das ungefähr aus. Das war echt super, super geil gemacht. Und da habe ich so die ersten Eindrücke gesammelt. In der zweiten Gärtnerei habe ich dann zugeschlagen, habe mir einen Feigenbaum gekauft, einen Ginkgo und so weiter und so fort. Jetzt möchte ich euch aber zeigen, zumindest ein paar kleine Eindrücke von dieser richtig schönen, gemütlichen Gärtnerei. Bitteschön. Das war die Gärtnerei. Der Gärtnereibesuch haben wir dann danach noch schön den ganzen Kram eingepflanzt. Zumindest meine Freundin hat in ihrem Garten noch ein bisschen was eingepflanzt. Ich habe ja den Kram natürlich in einer Klappbox dann noch bis nach Südhessen gebracht, um es dann hier zu Hause einzupflanzen. Und dann hatten wir ein cooles neues Projekt. Also vielmehr habe ich gefilmt. Die Freundin hatte das Projekt. Ich habe da nicht so viel beigetragen. Kuchen backen. Das war das Motto am Sonntagvormittag. Da haben wir noch einen schönen Kuchen gebacken. Und ich habe versucht, das ein kleines bisschen cinematisch darzustellen. Möchte ich euch nicht vorenthalten. Also viel Spaß mit dem Kuchen. Ja?
Und dann war ich wieder zu Hause, Sonntagabend. Ich bin dann am Montag nach der Arbeit nach Hause gekommen, habe noch ein bisschen Blumenerde gekauft und ein paar Töpfe und Untersetzer und so ein Krams. Und dann habe ich noch ein bisschen auf dem Balkon gewerkelt. Jetzt bin ich echt richtig zufrieden. Mein Balkon ist jetzt super schön. Ich sitze unfassbar gerne drauf und habe jetzt, wie gesagt, schön links und rechts Bäumchen und Erdbeeren kommen auch schon raus. Aber ich will euch noch mal ganz kurz zeigen, wie mein Balkon jetzt aussieht. Ihr habt es ja die letzten Wochen auch so ein bisschen mitverfolgt, wie ich den so gestaltet habe oder verändert habe. Und schaut einfach selbst. Ich glaube, er ist jetzt fertig für dieses Jahr. Mit diesen Eindrücken möchte ich euch jetzt in den Sonntag entlassen. Für all diejenigen, die es Sonntag früh um 8 Uhr gleich schauen konnten, das Video. Für alle anderen, wann auch immer ihr das Video seht, wünsche ich euch einen restlichen schönen Tag. Einen schönen Start in die neue Woche. Macht's gut, bleibt mir treu. Macht einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare und dann sehen wir uns nächsten Sonntag planmäßig, hoffentlich um 8 Uhr wieder. Ich wünsche euch was.